Moin Moin und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge bei Was ist in der Box? Heute habe ich dabei Flügelschlag vom Feuerland Verlag, im Original erschienen bei Stonemaier Games und von der Autorin Elizabeth Hargrave. Und dann wollen wir uns gleich mal anschauen, was ist in der Box drin, wie sind die Regeln und was ist mein Fazit zu dem Spiel. So, dann schauen wir jetzt einfach mal, was wir hier so in der Box haben und wie das alles aussieht, wie ich das hier verpackt habe. Wie ich es verpackt habe, ist eigentlich recht simpel. Wir haben hier, das kann ich einmal kurz zeigen, hier so eine Anleitung, wie alles da reinkommt. Und genauso packe ich die Sachen eigentlich auch wieder da rein. Das heißt, wie die Sachen in die Box passen, ist jetzt gerade relativ uninteressant. Wir gehen trotzdem einmal fix alles durch, was wir hier haben. Wir haben einmal das normale Regelheft, in dem die Regeln erklärt sind. Hier steht alles einmal ganz genau drin, auch mit großen Illustrationen und Beispielen. Das ist wirklich innerhalb von 10, 15 Minuten gelernt. Höchstens. Es geht wirklich fix. So, dann haben wir hier einmal die Solo-Regeln, die Automa-Regeln. Da werde ich auch noch ein Solo-Let's Play zu machen, dass ihr auch seht, wie das funktioniert. Genau, einmal Automa-Regeln. Und dann haben wir hier noch eine Schnellübersicht, in dem noch einzelne Sachen erklärt sind, die vielleicht unklar sind. Nochmal eine Schnellübersicht vom Zugablauf, von den Regeln. Und eigentlich ist alles verständlich, was auf den Karten steht. Wie gesagt, wenn man nochmal was nachlesen möchte, weil man sich nicht hundertprozentig bei dem Wortlaut sicher ist, steht es hier nochmal drin. Ja. Dann haben wir hier einen Punkteblock. Seht ihr auch schon, sind schon Sachen eingetragen. Einmal Alex und ich gegeneinander. Dann, als ich meinen Geburtstag reingefeiert habe, haben wir es zu fünft gespielt. Zu fünft muss ich sagen, ist die Downtime ein bisschen zu groß. Das würde ich nicht empfehlen. Ja, aber es hat trotzdem Spaß gemacht. Dann eine Dreispielerpartie und noch eine Dreispielerpartie. Vier Partien haben wir bis jetzt gespielt. Ich muss sagen, die haben sich alle wirklich gut angefühlt. Ja. Dann haben wir hier eine Tüte mit Spielmaterial in fünf verschiedenen Spielerfarben. Gelb, rot, blau, lila und selbstverständlich meine Farbe grün. Das sind einfach immer nur acht Holzwürfel, deswegen die werde ich jetzt nicht weiter rausholen. Da ist nichts Besonderes dann dran. So. Ich kann auch nicht reden heute, das ist ganz schlimm. Dann schauen wir mal weiter. Was haben wir hier? Wir haben hier die Futterwürfel. Die sind aus Holz. Das sind richtig schöne Holzwürfel, fünf Stück mit insgesamt sechs verschiedenen Symbolen drauf, beziehungsweise fünf verschiedenen Symbolen, Futtersymbolen und einer Seite, wo man sich was aussuchen kann. Das ist aber immer dieselbe Seite. Wir haben also auf jedem Würfel ist das gleiche drauf. Und einen schmeiße ich weg. So. Und haben insgesamt fünf Stück davon. Ich lasse die kurz noch mal draußen. Die können wir gleich nämlich noch mal gebrauchen, um euch was zu demonstrieren. Dann haben wir, mir fällt hier auch alles wieder raus, einmal ein Startspielermarker. Wer das Spiel gespielt hat, wird natürlich wissen, dass das auf dem Startspielermarker und auch auf dem Cover, das ist ja derselbe Vogel, das ist der Scherenschwanz-Königstyrann. Wusstet ihr natürlich. Klar. Warum erzähle ich euch das überhaupt? Und hier haben wir Plättchen, die für die Rundenziele gut sind. Da gibt es acht verschiedene, die alle doppelseitig sind, sodass man wirklich Varianz hat beim Spielen. So, was haben wir noch? Ihr könnt schon sehen, das hier ist ein Vogelhäuschen, ein Futterhäuschen eher gesagt. Und zwar ist das ein Wirbelturm. Den kann man so aufbauen, zack. Da ist auch eine kleine Anleitung drin, wie man den zusammenbaut. Und wenn man dann alle fünf Würfel hat, dann kann man die hier an der oberen Seite einfach reinwerfen. Muss man nicht haben, natürlich. Ist aber schön, sieht auf dem Tisch gut aus und fühlt sich auch einfach gut an, die da reinzuwerfen. Dann haben wir, machen wir mal zuerst das hier: Futtermarker. In diesen wunderschönen Stonemaier Games Boxen. Davon kam insgesamt vier Stück mit. Wie man die jetzt benutzt, ist, glaube ich, jedem selbst überlassen. Ich habe es gemacht, dass ich die Futtermarke aufgeteilt habe in zwei Boxen, einigermaßen gleichmäßig.
Und die Eier auch. Die Futtermarker, die sind einfach nur aus Pappe. Da hole ich trotzdem mal kurz einen raus. Oder zwei. So. Hier Nagetiere und wirbellose Tiere. Zack. Das sind ganz normale Pappmarker. Da ist wirklich nichts Besonderes dran. Allerdings, diese Miniatureier, die hat man ja schon auf etlichen Fotos gesehen. Das ist so der Eyecatcher bei dem Spiel quasi. Wenn die Vögel Eier legen. Hier, dann haben wir hier wunderschöne Eier. Die Farbe der Eier ist eigentlich vollkommen egal. Aber es sieht einfach schick aus, da verschiedenfarbige zu haben. Und die sind, ich dachte anfangs nämlich, die wären aus Holz. Die sind aus Plastik, aus einem relativ harten. Ihr könnt es auch hören, das ist, genau. Und hier unten kann man sogar noch die Verarbeitungsstelle sehen. Ist jetzt nicht so wild, aber wie gesagt, ich dachte anfangs, die wären vielleicht aus Holz oder sowas. Ist aber wahrscheinlich zu teuer als Plastikeier. Genau, und die habe ich auch aufgeteilt, sodass man immer an jeder Seite des Tisches sowohl Eier als auch Futter hat. Und genau, wenn man die zum Beispiel auch verkehrt rum aufmacht, hat man nämlich auch eine größere, jetzt kriege ich es nicht auf, ich habe Angst, dass gleich alles rausgeflogen kommt, hat man eine größere Schale, in der die Sachen gut reinpassen und dann kommt jeder an den Tisch immer an alles ran. So, dann haben wir hier noch, auf der Seite hier, das ist die Futtertränke. Da liegen dann neue Vogelkarten aus, die man ziehen kann im Verlaufe des Spiels. Und das ist der Deckel dafür, für den Kartenhalter, der hier drin ist. Jetzt, einen Moment, ich mach's einmal kurz auf. Hoppala. So. So sieht's denn aus, wenn die alle da drin sind. Das Problem ist, an diesem Kartenhalter hier, dass ihr sehen könnt, dass hier drin immer so Symbole sind. So, und zwar sollen hier eigentlich die Vogelkarten rein und hier die Bonuskarten. Die Bonuskarten habe ich jetzt extra noch nicht gemacht, weil ich euch das erst hier zeigen wollte. Das Problem ist, wenn man seine Karten sleeved, passen nicht mehr alle Karten hier rein, sondern man muss die Vogelkarten quasi auf den gesamten Halter aufteilen und die Bonuskarten habe ich dann in eine extra Tüte getan. Das ist jetzt nicht so wild. Es wäre nur schön gewesen, hätte man sich da vielleicht vorher drüber Gedanken gemacht, dass viele Leute ihre Karten sleeven und dann hier nicht mehr reinpassen. Während des Spiels ist es vollkommen irrelevant, weil man das Teil hier eh nicht benutzt, sondern nur den Deckel und den Kartenstapel daneben legt. Wie gesagt, ich hätte mir nur gewünscht, hätte man sich da ein bisschen mehr Gedanken gemacht. Es sollen ja auch noch Erweiterungen kommen und wie ich dann alle Karten unterbekomme, das ist schon wieder fragwürdig. Naja, gut. Es ist trotzdem schön, dass die Karten nicht rumfliegen, sondern hier in so einem festen Halter sind. Und ja. An sich finde ich es auch gut, dass ich jetzt alle Vogelkarten nur hier drin habe und nicht die ganze Zeit darauf achten muss, dass ich irgendwelche Karten wieder vor aussortiere oder nicht aus Versehen reinmische. Man erkennt zwar von hinten, dass die Bonuskarten eine andere Rückseite haben als die Vogelkarten. Dass man auch die Symbole, die da drin zu sehen waren. Genau, und hier haben wir jetzt die Bonuskarten. Da gehe ich dann gleich bei der Regelerklärung noch ein bisschen näher drauf ein, was da so drauf ist. So. Grundsätzlich, also die Karten haben gutes Spielmaterial, gutes Material, aus dem sie sind. Die sind fest. Ich sleeve trotzdem alle Karten, meist bei Spielen, wo die Karten auch viel gemischt werden. Und auch die Eier und die Pappmarker, die sind aus schönem Material, so wie die Holzwürfel. Genau, und jetzt haben wir hier noch die Automark-Karten für Solospiel. Ja, die habe ich jetzt nicht weiter eingesleeved, weil ich das, denke ich, mal nicht so oft benutzen werde. Wie gesagt, ich werde noch ein Solo-Let's Play machen. Aber ob ich es denn noch so oft weiter Solo spielen werde, weiß ich noch nicht. Jetzt ist das Einzige, wo ich beim Spielmaterial ein bisschen enttäuscht bin, das ist hier für die Rundenbonusziele so eine Übersichtskarte, die liegt in der Spielmitte aus. Da werden hier die Rundenziele hingelegt und am Ende einer Runde guckt jeder Spieler, auf welchem Platz er gelandet ist. Das Ding ist doppelseitig. Man kann es einmal mit der erweiterten Seite spielen, sodass man wirklich guckt, wer hat am meisten von dem Ziel, der kriegt mehr Punkte als die danach. Oder die diplomatische Seite, wo jeder einfach nur guckt, wie gut er in dem Ziel war und man nicht mehr mit gegeneinander spielt. Ich würde immer zu dieser Seite hier raten, weil das andere ist, glaube ich, ziemlich, ziemlich langweilig, weil man sowieso schon quasi keine Spielerinteraktion hat. Wenn man jetzt nicht mehr um die Rundenziele kämpft, dann ja, hat man quasi gar nichts mehr. So, wie gesagt, das hätte ich mir ein bisschen dicker gewünscht. Das ist nur so ein... Ja, naja, gut. So, und zu guter Letzt haben wir hier noch die
Spielertableaus, die sind aus einem schönen Material. Das ist auch schön, dass die geknickt sind und man die aufschlagen kann. Das sieht aus wie so ein Notizbuch, das man aufmacht. Kann man dann aufmachen und zack, hat man hier sein Spielertableau. Es ist auch schön gestaltet, es ist von der Dicke her gut. Da gibt es überhaupt keine Probleme. So, das ist das Spielmaterial, so wie es hier in der Box ist. Ich werde gleich hier mal kurz aufbauen und dann schauen wir uns mal an, wie das Spiel funktioniert. So, und da sind wir auch schon. Ich habe jetzt alles mal grob aufgebaut, ganz fix. Was ihr schon mal sehen könnt, wir haben hier eine Auslage, die Vogeltränke, in der immer drei Karten offen ausliegen. Wir haben hier die Rundenbonusziele, da gehe ich gleich noch mal ein bisschen näher drauf ein. Und wir haben hier unser Spielertableau. So, man spielt das Spiel über vier Runden und in jeder Runde hat man so viele Aktionen, wie man Holzwürfel hat. So, das ist erstmal das Grundsätzliche. Am Ende einer jeden Runde legt man einen dieser Holzwürfel auf die Rundenbonus-Zieltafel. Ich hebe die jetzt einmal kurz hoch. So, damit ihr die ein bisschen besser sehen könnt nochmal. So sieht die Rundenbonus-Zieltafel aus. Und am Ende einer Runde, je nachdem, wo man da abgeschnitten hat, legt man seinen Würfel auf das entsprechende Feld. Das heißt, in der nachfolgenden Runde habe ich eine Aktion weniger zur Verfügung. Das gilt natürlich für jeden Spieler, aber darüber muss ich mir bewusst sein. Und in der dritten Runde habe ich dann zum Beispiel schon zwei Aktionen weniger als zu Beginn des Spiels. Zu den Rundenzielen, dort ist immer darauf abgebildet, was man erfüllen muss innerhalb einer Runde, beziehungsweise wo man mehr haben muss als seine Mitspieler, um die meisten Punkte zu bekommen. Hier haben wir zum Beispiel in der ersten Runde sind das Eier in, oh Gottchen, jetzt weiß ich gar nicht mehr, wie die Nestart heißt, aber die Vögel haben, das ist sogar ein perfektes Beispiel, rechts, links an der Seite einmal, Moment, ich muss die Übersicht kurz wieder runterlegen. Genau, die Vogelkarten haben hier eine Punktzahl, wie viele Punkte sie am Ende des Spiels wert sind, hier ein Nesttypen und hier seht ihr ganz viele Eier abgebildet. So viele Eier können auf jedem Vogel lagern. So, und dieser Nesttyp ist quasi nur für manche Vögel natürlich relevant, je nachdem, was für Fähigkeiten die haben. Oder halt zum Beispiel für diese Rundenbonusziele. Ich muss nämlich Eier in diesem Nesttypen haben und da zählt dann nachher, wer die meisten Eier auf diesen Vögeln liegen hat. Es gibt auch einen Nesttypen, der hat einen Stern. Ich habe jetzt leider gerade keinen zur Hand. Das ist ein Joker, der zählt quasi für jeden Nesttypen dazu. Hier haben wir zum Beispiel, da zählt die Anzahl der Vögel mit einem Ei drauf, die ein Schalennest als Nesttypen haben. Auch da zählen die Joker wieder mit zu. Da zählt also nicht die Anzahl der Eier, sondern nur die Anzahl der Vögel, die ein Ei auf sich liegen haben. Die Runde danach zählt einfach, wie viele Vögel in unserem Waldhabitat Eier auf sich liegen haben, beziehungsweise wie viele Eier wir auch Vögeln haben, die im Waldhabitat sind. Und das letzte ist dann, wie viele Vögel wir im Wasserhabitat haben. So. Auf die Habitate kommen wir dann nämlich jetzt zu sprechen. In seinem Zug hat man einfach, das ist wirklich ganz simpel, vier verschiedene Aktionen zur Verfügung. Entweder man spielt einen Vogel aus, das ist die Aktion hier oben. Oder man kann sich Futter nehmen aus dem Vogelhäuschen. Man kann Eier legen auf Vögel. Oder man kann eine Vogelkarte ziehen. Alles, was man macht, wenn man diese Aktion durchführt, ist, einen seiner Würfel zu nehmen. Nehmen wir an, wir wollen einen Vogel ausspielen. Dann legen wir ihn hier oben hin und legen ihn über die Spalte, in der wir einen Vogel ausspielen wollen. Wir müssen den Vogel immer am weitesten links platzieren, wenn wir einen Vogel ausspielen wollen. Das heißt, am Anfang des Spiels müssen wir den Würfel natürlich dahin legen. Im Verlauf des Spiels, wenn man mehr Vögel ausspielt, muss man immer noch zusätzliche Kosten, Eier, abgeben, um diese Vögel in der jeweiligen Spalte ausspielen zu können. Jeder Vogel hat eine Voraussetzung, in welchem Habitat er nur ausgespielt werden kann. So, das ist entweder Wald oder Graslandschaft. Und dann haben wir noch Futterkosten, die wir bezahlen müssen. Am Anfang des Spiels bekommt jeder Spieler 5 Vogelkarten und von jedem Futtermarker jeweils ein, weil es 5 verschiedene Futterarten gibt. Und sucht sich dann insgesamt aus diesen 10 Sachen 5 Teile aus, die er behalten will. Möchte ich also 3 Vogelkarten behalten, kann ich nur 2 Futtermarker behalten von den 5. Möchte ich 3 Futtermarker behalten, kann ich nur 2 Vogelkarten behalten. Ich kann natürlich auch 4-1 wählen oder 5-0. Das ist mir vollkommen frei überlassen. So, das ist das Vogelausspielen, das ist ganz simpel. Was man machen kann während des Vogelausspielens ist 2 beliebige Futterarten, das ist hier, ich weiß nicht, wie gut man das nachher sehen kann, 2 beliebige Futterarten abzugeben
um ein beliebiges Futter zu ersetzen. Das kann man auch beliebig oft machen beim Vogel ausspielen. Wenn ich dann, nehmen wir an, der hier war schon auf meiner Hand. Ich lege mal kurz einen anderen in die Auslage. Nehmen wir an, ich spiele den Vogel hier aus, gebe die entsprechenden Ressourcen aus, lege ich ihn in das entsprechende Habitat, in dem ich ihn ausspielen möchte. So, und jetzt haben wir schon das perfekte Beispiel. Der Würfel, den ich benutzt habe, der rutscht dann hier weiter nach links durch, um anzuzeigen, dass ich diese Aktion ausgeführt habe. Dann ist der nächste Spieler am Zug. Sind alle Spieler einmal dran gewesen, bin ich wieder dran, kann ich die nächste Aktion ausführen. Nehmen wir an, ich habe kein Futter mehr. Dann darf ich jetzt, kann ich jetzt die Aktion Futter erhalten machen. Beim Futter erhalten ist es jetzt so, ich muss immer den am weitesten links freien Platz einer Reihe wählen, einer Zeile, bei dem ich dann die Aktion durchführen kann. Vögel belegen quasi Plätze. Das heißt, je mehr Vögel ich in einem Habitat ausliegen habe, desto besser wird diese Aktion für mich. Zusätzlich passiert noch Folgendes. Wenn ich die Aktion durchführe, zum Beispiel Futter erhalten, darf ich mir einen Würfel hier aus dem Vogelhäuschen wählen und lege den Würfel raus und bekomme die jeweilige Futterart. In diesem Fall habe ich Kerne genommen. Samen heißen sie, genau. Habe ich Samen genommen. Jetzt habe ich die Möglichkeit, hier unten noch eine Handkarte abzulegen, um mir noch einen Würfel zu nehmen. Nehmen wir an, ich habe eine Handkarte, lege ich die Früchte raus und bekomme hier so einen Früchtemarker. So, jetzt ist es so, dass dieser Würfel, weil ich diese Aktion gemacht habe, jetzt ein Feld weiter nach links rutscht. Und das ist der Clou des Spiels. Weil die meisten Vögel haben hier so ein braunes Feld, das aussagt, bei Aktivierung darfst du etwas machen. Und je mehr Vögel ich hier liegen habe, desto besser wird nicht nur die Aktion, die ich ausführe, sondern desto mehr Vogeleffekte kann ich auch ausführen und kriege zusätzliche Sachen. Der Mississippi-Wai hier zum Beispiel hat als Aktivierung, wirf alle Würfel, die nicht im Vogelhäuschen sind, zeigt mindestens eins ein Nagetier, halte ein Nagetier und lagere ihn auf dieser Karte. So, ich habe mir erst Futter genommen, was ganz gut ist bei dieser Karte, weil ich dann mehr Würfel quasi draußen liegen habe. Würfel dann diese beiden Würfel und hätte ich jetzt ein Nagetier, könnte ich einem Nagetier auf ihn lagern. Nehmen wir an, ich habe eins geworfen, lege ich das Nagetier dahin. Dieses Nagetier, was auf dieser Karte liegt, bringt mir selber keine Nahrung. Das kann ich nicht ausgeben. Allerdings, jede Nahrung, die auf einer Vogelkarte gelagert wird, ist am Spielende ein Punkt wert. So, habe ich das gemacht, rutscht der Würfel wieder ein weiter nach links, bis er am Ende angelangt ist. So, das ist wirklich der ganze Clou der Sache. Es gibt jetzt noch die Aktion Eierlegen. Beim Eierlegen kann ich so viele Eier, wie hier abgebildet sind, auf beliebig viele Vogelkarten legen, die ich besitze. Habe ich nur eine, muss ich natürlich beide auf diese Vogelkarte legen. Und nicht mal das kann ich, weil ich natürlich nicht aufgepasst habe. Dieser Vogel hier kann nur ein Ei lagern. Deswegen kann ich auch nur eins da drauf legen. Dann verfällt das letzte Ei leider. Ich kann die Eier auch aufteilen auf verschiedene beliebige Vögel, das ist dann natürlich ganz gut, um die Rundenziele besser zu erfüllen und so weiter. Dann rutscht der weiter durch. Dann könnte ich zum Beispiel noch die Aktion Karte ziehen machen. Beim Kartenziehen darf ich mir aussuchen, ob ich einen offen aus der Auslage nehme oder verdeckt eine Karte vom Nachziehstapel nehme. Wichtig ist dabei, wenn ich mehrere Karten ziehe, dass ich nicht sofort die Vogeltränke wieder auffülle mit neuen Vögeln, sondern erst am Ende meines Zuges. Das heißt, es wird jetzt nicht erst ein neuer Vogel hingelegt, den ich mir dann wieder nehmen könnte, sondern ich muss mich jetzt, wenn ich mehrere Karten zum Beispiel ziehen könnte, weil ich schon mehrere Wasservögel habe, nehmen wir an, ich habe hier schon die... Na, den brauchen wir nicht mal. Nehmen wir mal an, ich habe den Schreikranich hier schon liegen und möchte jetzt noch eine Karte ziehen. Dann kann ich mir eine Karte hier nehmen und dann ein Ei abgeben von einem Vogel, um noch eine Karte zu ziehen. Wenn ich jetzt sage, die beiden Vögel, die da noch liegen, gefallen mir nicht, darf ich noch eine vom Nachziehstapel ziehen. So, dann der Schreikranich hat keine Fähigkeit, deswegen passiert bei dem weiter nichts und der Würfel geht dahin. So, und das geht dann so lange, bis alle Spieler keine Würfel mehr haben und dann findet die Rundenwertung statt. Da wird dann geguckt, wer hatte das Rundenziel am meisten erreicht, am besten erreicht. Der bekommt dann den ersten Platz. Bei Gleichstand werden die ersten beiden Plätze belegt, wenn es zwei Spieler sind. Und die teilen sich die Punktzahl am Ende des Spiels und so weiter. Das ist quasi auch schon der gesamte Spielüberblick. Das ist wirklich recht simpel, was man machen kann. Der Clou des Ganzen ist natürlich zu gucken, welche Vögel brauche ich, welche Vögel möchte ich sammeln, wie kriege ich den größten Nutzen aus den Fähigkeiten meiner Vögel.
Und am Ende des Spiels gibt es dann Punkte für einmal den Fehlerwert, der oben bei der Vogelkarte angegeben ist, plus die Rundenziele, die ich erreicht habe, und noch die Bonuskarten, die ich habe. Am Anfang des Spiels bekommt jeder Spieler 2 Bonuskarten. Davon darf er sich dann eine aussuchen, die er behalten möchte, zusätzlich mit den Karten, die er bekommt am Anfang des Spiels. Das heißt, man kann schon mal ein bisschen gucken, in welche Richtung es geht. Genau. Gehen wir die einfach ganz kurz durch. Wir haben hier einmal den Förster. Der Förster sagt, Vögel, die nur im Waldlebensraum leben können. Habe ich davon 3 bis 4 Vögel, kriege ich 4 Punkte. Habe ich 5 Vögel, kriege ich 8 Punkte am Ende des Spiels. Da zählen wirklich nur die Vögel, die nur dieses Waldsymbol oben haben bei dem Lebensraum, in dem sie leben können. Das Gute ist, unten auf der Bonuskarte steht immer noch drauf, wie viele von diesen 170 Vogelkarten diesem Kriterium entsprechen. Das ist jetzt bei dieser Karte sind das 24% der Karten, können nur in einem Waldvogelraum, nur in einem Waldlebensraum leben. So. Dann gibt es noch welche, die beziehen sich auf die Nestart zum Beispiel. Da zählen die Joker dann auch wieder mit zu. Oder es gibt auch so besondere Sachen, wie zum Beispiel den Biologen. Vögel mit Pflanzen- oder Tiernamen im Namen. Da zählen natürlich keine Vogelnamen. Und da kriegt man dann pro Vogel quasi 2 Punkte. Da muss ich nicht eine bestimmte Zahl erreichen. Dafür sind die auch schwerer zu erreichen, mit 11%. Genau, davon wähle ich dann eine aus von den 2, die ich am Anfang des Spiels bekomme. Ich habe Möglichkeiten, zusätzliche zu bekommen während des Spiels. Ich hatte hier ja gerade... Muss ich kurz gucken, wo er hier ist. Der Schreikranich zum Beispiel. Wenn ich den zum Beispiel ausspiele, der hat keinen Effekt, wenn er aktiviert wird. Aber wenn ich ihn ausspiele, darf ich 2 Bonuskarten ziehen und davon wieder eine behalten. So. Also am Ende des Spiels werden die Bonuskarten noch gewertet. Und dann bekommt man einfach nur noch Punkte für Eier, die man auf Vögeln liegen hat. Jedes Ei ist ein Punkt wert. Für gelagertes Futter auf Vögeln, jedes Futter ist ein Punkt wert. Und manche Vögel, das ist auch ein gutes Beispiel hier gerade, weil das amerikanische Blesshuhn das hat, hat als Effekt, ich lese es kurz vor, bei Aktivierung schiebe eine Karte aus deiner Hand unter diese Karte. Tust du das, ziehe eine Karte. Das macht man wie folgt. Man nimmt eine Karte einfach so rum und legt sie hier drunter. Und jede dieser Karten ist am Ende des Spiels auch ein Punkt wert. So, das spielt man dann, wie gesagt, über 4 Runden. Man hat immer weniger Aktion. Und wer am Ende des Spiels die meisten Punkte hat, der hat gewonnen. Dann kommen wir jetzt zum Fazit. So, da sind wir wieder. Dann kommen wir jetzt auch noch zum Fazit. Wie finde ich das Spiel? Zum allererst haben wir wie immer den Wiederspielwert als erste Kategorie. Beim Wiederspielwert kriegt das Spiel von mir ganz klar 10 von 10 Punkten. Wir haben 170 verschiedene Vogelkarten, von denen wir jedes Mal in jeder Partie nicht alle durchspielen. Durch die Rundenbonusziele, die variabel sind, haben wir immer ein anderes Spiel, wie sich das verhält. Wir hatten schon Partien, da war es sehr einfach, sich auf jedes Ziel einzustellen, aber wir hatten auch schon Partien, wo in jedem einzelnen Habitat dann noch Vögel gesucht werden. Das heißt, man muss wirklich gucken, möchte ich mich jetzt vielleicht nur auf ein Habitat spezialisieren oder möchte ich in 2 gehen oder probiere ich in allen 3 was zu machen. Dafür kriege ich aber weniger Punkte, weil ich durchschnittlich weniger Vögel habe als die anderen Spieler vielleicht oder weniger Eier. Aber dadurch, dass man 8 dieser Plättchen hat, die auch noch doppelseitig sind, hat man insgesamt 16 verschiedene Rundenboni, die man halt immer zufällig auswählt. Dann haben wir noch die Bonuskarten, von denen es, oder müsste ich jetzt mal hinten drauf schauen, 26 gibt, von denen man auch in einer Partie meist nicht alle sieht. Man hat immer noch Möglichkeiten, an neue zu kommen. Aber auch dadurch verhält sich das Spiel immer komplett anders. Deswegen ganz klare 10 von 10 Punkten bei mir. So, dann kommen wir als nächstes zu den Mechaniken. Bei den Mechaniken bekommt das Spiel in Anführungsstrichen nur 8 von 10 Punkten bei mir. Wie ihr sicherlich schon mitbekommen habt, sind wir eher Fans von schweren Eurogames. Und ich will nicht sagen, dass die Mechaniken schlecht sind in Flügelschlag, auf keinen Fall. Für das, was es ist, sind die Mechaniken wirklich super. Es ist ein sehr gestreamlinedes, also ein einfaches Spiel, bei dem wir trotzdem darauf achten müssen, wie bauen wir jetzt unsere Engine auf, also unsere Vogelreihen, wie holen wir den meisten Nutzen aus dem raus, was wir da jetzt bekommen im Verlauf einer Partie. Nur dadurch, dass man halt 4 Aktionen hat, ist das Spiel doch recht beschränkt, was die Mechaniken angeht. Was aber gut ist, weil man es dadurch mit vielen verschiedenen Leuten spielen kann. Die Leute müssen keine Euro-Experten sein, so wie ich es vielleicht bin und unsere Spielgruppe,
Man muss nicht schon 10 Partien Terraforming Mars gespielt haben, um zu verstehen, wie das Spiel hier funktioniert. Nein, man kann es wirklich mit allen Leuten spielen, aber nichtsdestotrotz, für meine Verhältnisse kriegt es deshalb, wie gesagt, nur 8 von 10 Punkten, was die Mechaniken angeht. Und dann kommen wir noch zum Spielmaterial. Das Spielmaterial ist, wie immer bei Feuerland-Spielen und Spielen, die bei Stonemaier Games erscheinen, absolut klasse. Das Einzige, das habe ich ja schon gesagt, als ich das Spielmaterial durchgegangen bin, das Einzige, was wirklich ein bisschen schade ist, ist diese Übersicht mit den runden Bonusplättchen. Die ist halt sehr dünn. Ich kann mir halt vorstellen, dass sie da ein bisschen einsparen wollten. Einfach, weil dieses kleine Tableau halt nur ausliegt während des Spiels. Man da eigentlich nichts weiter dran macht, außer da einmal seinen Würfel drauf zu setzen. Gut. Deswegen 9,5 von 10. Ich hätte mir persönlich gewünscht und hätte auch 2-3 Euro mehr dafür bezahlt, wenn das ein bisschen dickeres Material ist, damit es einfach schöner aussieht und eine runde Sache ist. Ansonsten, ja, wie gesagt, Feuerland und Stonemaier Games sind bei Spielmaterial immer sehr vorne mit dabei. Das macht insgesamt eine Gesamtwertung von 9 von 10 Punkten, hauptsächlich aus dem Grund, dass es... Das klingt jetzt komisch, aber es ist ein bisschen zu wenig für mich. Es ist ein wirklich super Spiel. Ich spiele es auch super, super gerne. Aber um eine 10 von 10 zu bekommen, da muss schon ein bisschen mehr hinterstecken. Das muss ein bisschen knackiger sein. Da muss ich mehr nachdenken müssen. So, das habe ich bei dem Spiel nicht. Das ist auch gut für das Spiel. Aber deshalb ist es für mich nur eine 9 von 10. Vielleicht sage ich mir irgendwann, okay, ist jetzt eins meiner absoluten Lieblingsspiele und ich würde das eigentlich immer spielen wollen. Dann kann ich dem auch eine 10 von 10 geben, aber so im Moment ist es eine 9 von 10. Und wie gesagt, das, was mich wirklich überrascht und was mir gut gefällt an dem Spiel, ich habe es schon mit wirklich verschiedenen Leuten gespielt, Leute, die nicht so viel spielen, Leute, die mehr spielen, Leute, die vielleicht mehr Tabletop-Spiele spielen. Alle Leute, die es gespielt haben, fanden es wirklich klasse und wirklich gut und haben auch Lust, noch eine Partie zu spielen. Und das ist, finde ich, gerade das Tolle an diesem Spiel, dass man hier alle Leute wirklich an den Tisch bekommt. In 2 oder 3 Wochen werde ich das mal mit meiner Familie das erste Mal spielen. Da bin ich auch mal sehr gespannt, wie meine Eltern damit klarkommen oder mein Bruder, weil die wirklich sehr, 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 sehr wenig spielen. Aber das wird sicherlich nochmal interessant zu sehen sein. Lasst mich doch in den Kommentaren wissen, wie gefällt euch Flügelschlag? Findet ihr es overhyped? Findet ihr es gut? Ja, wir finden es auf jeden Fall gut und bis zum nächsten Mal.